Weil es letztes Mal so toll lief, verlosen wir nochmal diese PlayStation 5. Dafür müsst ihr jetzt diesen Kanal abonnieren, ein Gefällt mir dalassen und warum ihr gerade den PlayStation 5 gewinnen wollt. Schreibt es uns in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Mädchen, ja, ganze Stimmenverzündung. Jemand noch mehr, du bist. Bietchen, die ganze Stimmung in Verzündung. Das ist Udos Arbeitshose. Hier haben wir eine Handvoll Luftballons. Und hier haben wir Helium. Dran. Hallo, Herr Meierwerft. Mich kann heute nicht zur Schicht kommen. Mich hat Arbeitshosen und Zungenlochstärken. Wie soll ich mir den da runterkriegen? Möge mir Pfeil und Bogen geben. Einmal noch. Dingchen, wie soll mir denn machen? Wie soll mir Hose wieder von oben wegkriegen? Was glaubst du, wie viele Luftballons brauchen wir denn? Ich weiß es nicht. Steigt auf jeden Fall. Wir haben hier auf jeden Fall Udos Arbeitshose und die ist schon ziemlich leicht irgendwie. Ich schätze mal so 40 Stück. 40 Stück? Schätze ich. 40? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal so 40 Stück brauchst du dafür. Was? Ich denke ich wohl. Wir können ja ausprobieren, bis er nach oben steigt. Wir müssen aber ein Band dran machen, sonst ist die Hose ganz fake. Wenn du die Hose oben an den Satelliten hängst, zu vergammeln. Tau habe ich, Alter. Und noch rein. Und zack. Und die Allzweckwaffe. Panzerband. Ihr Lieben da draußen, schreibt echt mal gerne in die Kommentare, was ihr meint, wie viele Luftballons wir brauchen mit Helium, um Udos Hose in die Luft steigen zu lassen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir wären sehr freudig darüber. Meine Fresse, wo ist hier der Anfang? Kann das sein, dass wir irgendwie auf die wirklich dümmsten Ideen aller Zeiten kommen? Das ist wirklich so, ne? Wir toppen uns immer wieder selber. Wir brauchen so viele Luftballons, dass wir Udo in die Luft steigen lassen. Schwer einzuschätzen, ob das klappt, ey. Wirklich. Aber es wäre halt schon verdammt lustig. Sonst müssen wir Level Up machen nächste Woche. Riesengasbuddel holen und Riesenballons. Ja, welcher der dreht durch, wenn seine Hose hier rumfliegt. Wir können sie an ein Tor machen. An eine Torlatte hängen wir das Ding dran. Jetzt muss ich mit meinen fetten Maurerhänden die Luftballons hier steigen lassen. Oh Mann! Das funktioniert schon mal. Timo der Clown. Soll ich dir da noch einen Hund von machen? Drei Luftballons haben wir bisher und ich frage mich ernsthaft, wie viele wir brauchen, um Udos klötrige Arbeitshose ein bisschen in die Luft zu buxieren. Wir machen auch nur Scheiße, Wilke, ne? Ich frage mich auch ernsthaft, wie wir immer auf solche Ideen kommen. Oh! Da sitzt aber schon ein bisschen Zucht drauf. Ja, sag ich doch. Hat er schon ein bisschen Druck? 8 Ballons haben wir jetzt dran und mal gucken, wie viel wir noch brauchen, dass die Hose steigt. Ich weiß nicht, ob das reicht wirklich. Ich habe selber noch nicht eine Hose in den Weltraum gejagt. Ich werde hier wahnsinnig mit den ganzen Ballons hier. Na, Platz, Junge, habe ich keine Unterhose mehr an. Nanu? Nanu? Ich stehe dir nur noch 2 Schuhe. Ein Glück mal um Berufsschule. Wer war den denn? Das ist ein Tüdelkram, ne? Aber da sitzt schon ein bisschen Zucht drauf, muss ich sagen. Aber das reicht noch nicht für Hose, glaube ich. Der wird durchdrehen. Oder seine Hose aus dem. Von der Latte wieder runterholen. So, lass mal erstmal einen Test machen, ob das schon was wird.
So, der erste Test. Jetzt zieht zumindest schon mal. Ja, ein bisschen wenig, aber wir brauchen noch ein paar Ballons mehr. Zünd dir mal eine Kippe direkt in den Ballons an. So eine Kacke. Er zieht aber ja schon mal. Er zieht ein bisschen, aber wir brauchen mehr Kapazität. Wir brauchen mehr Kapazität. Mann, ey, ich hab's mir so geil vorgestellt. 20 Ballons sind jetzt dran. Ja. Ja, was ist, wenn 40 dran sind? Höhe mal Breite mal Fallgeschwindigkeit, nee. Die Idee ist ja geil, aber wir müssen irgendwie schwere Geschütze auffahren. Wir brauchen solche Heliumflaschen und Luftballons, wo du mit dem Auto reinfahren kannst. Dann wird das, glaube ich, wahr. Warum Voodoo da dran mit einem Hals? Das ging das hoch. Ich hab mir das echt so witzig vorgestellt, aber wir müssten da bestimmt noch 100 Ballons dran nageln. Bestimmt, wenn du damit hinkommst. Es gibt ja aber auch solche riesen Luftballons, oder? Glaub wohl. Müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall schwere Geschütze haben. Dann lass die Luftballons grundlos oben im Vereinsheim hinpacken. Ja. Lass sie unter der Decke rumhängen, da regt er sich auch schon auf. Ja. Können ja auch lose überall welche hin. Und dann muss ich ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen. Und ja, dann die schweren Geschütze auffahren. Dann fahren wir die schweren Geschütze. Weil du kennst sein Gedächtnis. So eine, ja, Woche, zwei, einen Monat. Am Monat hält er das in sich und dann ist wieder alles verloren. Das ist auf Reset und fertig. Neu gestartet. Mich ärgert das trotzdem, Alter. Ernsthaft, weil das war doch geil. Die Hose ist ja nicht schwer. Nee, aber da brauchst du mindestens noch 50, 60 Stück dran. Oder wir machen da eine kurze Hose von. Cuttermesser. Damit der Zuschauer im Bild ist, wir wollen heute einen Stehtisch bauen. Genau. Beleuchteten Stehtisch. Das wäre natürlich jetzt das i-Tüpfelchen gewesen, wenn Udos Hose hier rumfliegt. Das wäre natürlich richtig geil gewesen und dann noch an den Stehtisch dran. Ne? Aber wir brauchen mehr schwerere Geschütze. Das geht nicht mit so einer Gasflasche, mit so einer kleinen. Wir müssen richtig was haben. Dann warten wir jetzt ab, bis Udo kommt. Schade. Bin ein bisschen traurig. Ich auch. Ich habe mir das so schön vorgestellt. Das ist doch ein Hellschienen, oder nicht? Das sieht doch schnauber aus, oder nicht? Ha, was nümmig. Wir brauchen viel mehr davon. Die ganze Decke noch voll. Und dann hebt das Vereinsheim ab. Den ganzen Tag weg. Moin Udo. Ich dreh am Rad nichts, moin Udo. Was ist das denn jetzt schon wieder? Luftballons. Ja, das sehen mein Arsch auch, was da Luftballons. Warum? Ich hab keinen Geburtstag oder was? Das sieht schön aus, dachten wir uns. Und ist ein bisschen witzig, pass auf. Hallo Udo, wie geht's dir? Mir geht's auch. Hallo Timo. Ja, keine Zeit, das ist jetzt. Da kannst du auf den durchdrehen. Wie mit Tischbau. Wie drehst du am Rad? Wie dumme Suppe. Was ist denn jetzt mit Tischbau? Ja, können wir doch. Ja, wenn ich das sehe, ihr habt ja schon Vorbereitungen gemacht. Nein. Nee, aber so ein Blödsinn, das habt ihr halt Vorbereitungen gemacht. Weil das Luftballons sind, die machen Spaß. Ja, ihr. Wollen wir erst einen Beruhigungskaffee trinken? Ja, eben Beruhigungskaffee. Wir haben so viel getan heute. Ihr habt viel getan? Udo. Was? Das sind Luftballons. Weißt du, was ich gemacht habe? Ja, ne? Das weißt du, ne? Wir haben ganz zu Hause fertig gemacht. Und dann sagt ja, ihr, du bürgst doch nicht immer so. Ja, ihr habt viel getan. Habt da 20 Luftballons aufgeblasen. Und dann auch nicht selber geblasen, sondern blasen lassen. Fußball. Ich komm durch. Hier haben wir 1000 Liter Wasserfall. Sag mal, bist du auch nicht durcheinander? Ja. Hier haben wir 1000 Liter Wasserfall. Wassertanks. Wasserfall, hier haben wir 1000 Liter Wasserfall. Und jetzt 1000 Liter Wasserfass und da wollen wir uns einen schönen Stehtisch von bauen. Ja, das meine ich ja. Warum sagst du das nicht gleich? Du das doch sagen wolltest. Ja, immer ich. Ja, du sollst das doch sagen. Das war doch hundertprozentig. So, können wir jetzt anfangen. Ganz easy. Hier kann man sich richtig einen flotten Tisch rausbauen. So, Timo, ich hab mein Plan. Das Ding abschrauben, Sonnenschirm rein, anschließend die Tischplatte draufbauen. Und die Beleuchtung dran machen. Rein machen die Beleuchtung, die kommt hier rein in den Fass. Wie funktioniert das denn? Deckel erstmal ab hier. Und hier kommt nachher die Beleuchtung rein. Die legst du hier einfach rein in eine Spirale. Und dann hast du hier nachher eine richtig schöne Beleuchtung. Haben wir die auch in Vereinsfarben? Ja, können wir so umstellen. Ja, echt jetzt? Ja. Geil, geil, geil. Also los geht's. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Ich meine. Dass wir Kopf in den Nacken machen können, meine ich. Erstmal, wir machen erstmal den Deckel raus. Ich glaube nämlich, hier passt der Schirm gut rein. Aua.
der ja fest drin. Das ist doch dann kann aber auch sein, dass er von oben drauf ist. Das kann auch ein Gewinde drauf ist. Das kann jo. Natürlich auch sein. Das kann sein, dass er ein Gewinde ist. Oder du behaust von oben drauf. Aber ich schätze mal eher, weil der Schirm, der passt nur hier durch sicher. Das ist ein kleiner Schirm. Nee, die sind größer. Ja? Ja, dann bin ich mal gespannt. Jan Jürgen kommt mit dem Schirm, warte, bevor du irgendwie weitermachst. Nicht, dass der nachher wieder zu groß ist und wir müssen wieder Keile reinmachen. Dann müssen wir sowieso überlegen, wie wir den unten festkriegen, ne? Wieso, der liegt dann bei 1,50 Meter drin. Wir haben uns hier so eine billige LED-Lampe geholt, die benutzen wir jetzt für die Tonne. Dann nimmt man am besten LED, dann brauchst du keine Stromkabel legen und dann kannst du mit der Fernbedienung die anschalten. So LED kann man doch, gibt es doch auch mit Strom. Ja, aber ich schätze mal, der ist auf Akku. Auf Batterie. Moin Jan-Jürgen. Moin Wilke. Na, wie ist es? Ja, auch. Hier, Udo, ich hab deinen Schirm besorgt. Super. Wilke, komm. Warum bist du hier, Jan-Jürgen? Weil Udo wieder bei deiner Mutter angerufen hat. Ich werde hier jetzt nicht auslassen. Mein Gott, Jan-Jürgen, ich hab doch nicht angerufen. Du springst auch immer wieder drauf an. Ja, jetzt haben wir einen mit Stecker, aber ist nicht schlimm. Den kann man auch benutzen. Wird eine Stromkabelleitung hingelegt. Eingesteckt fett. Auch Batterie wäre natürlich besser gewesen, dann brauchst du nur die Batterien wechseln, aber jetzt machen wir einen auf Strom. Ist ja nicht schlimm. Wir legen hier jetzt das Kabel durch. So, da durch. Und dann kommt die hier gleich rein. Aber das machen wir ganz zuletzt, weil wir ja erst den Schirm reinmachen müssen. Wir müssen eben da gucken, wie das Loch ist. Guck dir mal, ob das passt. Dann Jürgen, für ihn ein. Passt nicht. Wir müssen ein bisschen mit dem Cuttermesser wegschneiden. So ein paar Millimeter, die wegmessen. Ein paar Millimeter? Ja. Hier, guck mal. Geh mal her. Hier, guck mal. Du kannst von hier sehen. Ja. Siehst du? Nicht mehr. Ja. Noch alle Augen drin. Muss nächstes Mal noch länger rausfahren. Ich fahr die gleich mal ganz raus. Ist das jetzt ein Tag? Das ist eine Drohung. Eine Drohung? Ja. Wir wollen nie Drohung vor der Kamera machen. So. Drehen wir den da drauf. Jetzt gib mir mal den Schirm her. Kommen Sie, Jan-Jürgen, kommen Sie. Der passt doch noch gar nicht drauf. Nee, hab ich doch gar nicht. Ein paar Millimeter, du bist doch durcheinander, Junge. Timo Brandt, tu mir nicht anschreien. So sag ich Bindchen Bescheid, dann mach die das mal anders. Was? Dann sag sie mir, Bindchen, ich bin der Krankenhaus. Und nee, da läuft nichts mehr dann bei dir. Bindchen, ich weiß nicht, wie ich mit Wasser fassen muss. Tut euch mal lustig machen. Dann wächst, wenn ich da Bindchen sage, dann wird euch kein Haar mehr irgendwo wachsen. Nein, Timo! Wir brauchen dich! Ja, was willst du denn? Die Dinger müssen denn weg. Ja, wie willst du das machen? Hm. Ja, Guck ich mir an. Hier, gib mir die Schnicksäge. Hier. Ja, genau. Schneid das für mich. Halt fest. Ja, natürlich. Und dann habe ich drei Finger mehr, oder was? Dann da geht's zu Mijatovic. Ja. Kannst du hier nicht. Wir wollen einmal was Vernünftiges erklären, geht nicht. Ja, wir fangen ja auch kreuz und quer an, du Blubberkopf. Wieso Blubberkopf? Gurkengesicht, du Gichthals. Ja, anstatt das systematisch nach und nach zu erklären, wie man das macht. Nee, wir fangen hier an, nee, doch Strom, dann da. So, dann schieben wir hier reindrücken. Hau da nicht drin herum jetzt! So. Ganz einfach, Udo Tesch. Ja, war nicht geil. Was willst du? Timo Brandt, wir wollen das aber eben vernünftig erklären für die Zuschauer. Ja, haben wir doch jetzt. Nee. Da kann man auch nichts verkehrt machen. Ein Loch da reindrücken. Nee. Nee. Die haben ja gar nichts mehr kapiert, weil wir so hektisch waren. Also, liebe Zuschauer. Stopp. Willst du jetzt erklären, wie ihr einen Stiel von einem Sonnenschirm in ein Loch reingedrückt habt? Ja. Warum? Das musst du doch nicht erklären. Ja, wir haben aber vorher das Loch mit der Stichsäge ein bisschen breiter gemacht. Danke, Udo, super. Ja, super. Das muss man den Zuschauern erklären. Und jetzt sieht man das, ja, dass der Schirm immer noch ein bisschen hin und her wackelt. Panzertape. Nee, nicht Panzertape, das wird gleich kommen. Wenn du die Tischplatte drauf hast und das Loch kleiner machst, hast du wieder eine Halterung davor. Oder wir hauen hier Winkeln dran. Winkel? Nee, wir hauen hier zwei dran oder drei. Dann sind das doch immer Winkel. Nee. Du hast gleich einen Winkelriss in dein T-Shirt. Dann hast du Wo sind jetzt die Tischplatten? Da. Ja, die müssen wir jetzt erst haben.
Ich nehme den Schirm jetzt nochmal raus. Jetzt bin ich ein bisschen kritisch. Jetzt bin ich ganz kritisch. Wieso? Ja, pass auf. Wir bauen das so schön zusammen. Ja. Und was müssen wir im Endeffekt wieder machen? Die ganze Scheiße wieder runternehmen, weil die Lampen da noch rein müssen. Also, ja, das war doch klar. Die Tischplatten haben doch jetzt sowieso nochmal drauf und sowas. Da muss nochmal ein Loch reingeschnitten werden. Oder willst du den Glas hier jetzt so drauf einstellen? Nein, das war mir klar, aber die Lampen müssen doch drin, dann brauchen wir das doch nicht wieder auseinanderbauen. Dann müssen wir sowieso. Warum? Weil hier der Schirm doch nachher wieder reinkommt und sowas. Da muss wieder ein Loch reingeschnitten werden in der Platte, alles. Geh da weg jetzt. Ich verstehe nichts, aber ich verstehe Bahnhof. Du verstehst nie was. Aber wir machen das so, wie du das machst. Das ist alles richtig. Schieß rauf. So, und jetzt? Hol die Platten von hinten. Ja. Bin sowieso wieder gleich. Ricky, ich kann das nicht mehr. Warum? Ich kann das mit dem Mann nicht mehr. Der macht mich fertig. Ich muss jeden zweiten Monat zur Delfintherapie, dass ich wieder beikomme. Wieso? Ich sehe aus wie Karl Dahl, Junge. Ich habe Haare, Junge, auf dem Kopf. Der macht mich fertig. Ja, nun breche ich beieinander. Was habt ihr denn für Holz geholt? Hab ich nicht besorgt. Hat Torm besorgt. Was ist das denn? Ja, hat Torm besorgt. Ich hab gesagt, eine beschichtete Platte. Ja, musst du Torm erklären. Ich kann nicht mehr, echt nicht. Weil er ein Fuscher ist und kann nur mit teurem Material arbeiten. Und du? Ich kann mit allen Materialien arbeiten. Bitte mir das Beste raus. Da geht zweimal Regen drüber weg, dann ist das Garderholz. Ja, dann kaufst du das zweimal und nämlich teuer. Timo, mein Engel, pass mal auf. Ganz kurz. Das hat nichts mit billig und teuer zu tun. Nein, gebe ich dir recht, aber du musst das nicht mir sagen, das musst du Torm sagen. Bitte. Torm hat die Platten geholt. Können wir jetzt mal mit dem Bauen weitermachen oder wollen wir weiter rumdiskutieren? Das ist ja fast fertig, der Stehtisch. Ein paar Nägel rein, Udo, und Abfahrt. Warum jetzt anders so? Ja, weil die Nudel und Feder da drauf muss. Ja. Wir sind falsch rum, die muss umgedreht werden, die Platte. Das ist doch Schrott. Ja, was soll ich? Wer hat's besorgt? Du weißt jetzt, wer das besorgt hat. Torben. So. Das ist aber ja Schrott. Jetzt sei ihm ehrlich, Timo. Ja. Wollen wir jetzt so einen Schrott? Da kannst du einen Dachboden mit aushauen, aber keinen Stehtisch vom Bau. Das ist alles Scheiße, da brauchen wir nicht mit. Das ist Müll, ist das. Das ist Schiermüll. Wir wollen einmal ein Video mit Verstand machen. Kriegen wir das hier nicht hin? Wenn er so eine Scheiße holt, ich habe das extra, ich habe noch mit ihm geschrieben. Er soll eine beschichtete Platte, wetterfeste Platte holen. Dann hast du da auch Ruhe von. Wenn du die jetzt aufbaust, da geht zweimal, dreimal Regen drüber, dann kannst du da kein Glas mehr drauf abstellen, weil alles hoch und runter geht und Schrott ist. Ja, mal im Ernst, mit so einer Soße bauen wir das Ding machen. Das ist Katastrophe. Das sieht richtig scheiße aus nachher. Torm, ich bin sowas von enttäuscht von dir. Meine Fresse. Einmal mit Profis arbeiten, Torm. Das kühlt ja auch auf. Ja, und wenn wir den ersten Tisch für die Bude bauen, da haben wir so eine freie Fläche. Und den stellen wir da runter, dann ist er geschützt und dann hast du den ersten Tisch da für die Bude und wir haben ja noch zwei. Das reicht ja nicht, muss so 1,50 Meter Breite haben. Ja, was haben wir? 80, 90 oder was ist das? Meter. Oh ja, 80. Ich krieg hier eine Krise. Udo, weißt du, was hier läuft? Ja. Einzige, was hier läuft, ist die Nase und mehr nicht. Liebe Leute, schreibt doch gerne mal in den Kommentaren, Torm, konzentrier dich doch mal, wenn man dir eine Aufgabe gibt. Aber was jetzt? Was wollen wir jetzt machen? Ja, ich werde das halbfertigste Video aller Zeiten. Ich meine, alle unsere Videos sind immer halbfertig, aber das ist dann ja halbfertig. Unterhalbfertig. Hä? Wir testen jetzt erstmal, ob die Lampen funktionieren. Ein Kabel eben dran, wie das aussieht. Ja, das kann man ja schon gucken. Das können wir gucken. Mal ein bisschen auseinanderfummeln. Soll ich nur eine Räuberleiter machen, dass ein Meter vorne so ein Ding Ich sehe doch nichts, wie ich sie hinlege. Das ist egal, die leuchten noch so. Er muss auch ein. Aha, Papa hat Fernbedienung. Strom ist drin, wir machen jetzt Versuch. Ja, Leute. So. Ich sehe aber ja gar nichts, Udo. Nein, Farbe müssen wir machen. So, rot. So, mein Gott. Ist an. Oi. Zuschauer flippen gerade da draußen aus. Wir haben Wassercontainer mit Licht gebaut. Hurra, hurra. Mann, das ist Blinklicht, ist das. Wo sind wir hier? Auf einer Sportanlage. Ja, das ist nachher cool. Wie? Das ist cool. Mein lieber Herr Gesangsverein, wir haben wirklich Großes erschaffen heute. Ja, kann auch gar nicht immer alles glatt laufen. Ist der Wurm drin? Der Wurm ist hier schon seit 5 Jahren drin.
Ach so, jetzt wird das wieder auf mich gespielt, oder was? Nee, hab ich ja nicht gesagt, oder? Ja, aber so klingt's ja. Der Wurm ist hier seit 5 Jahren drin. Seit 9 Jahren. Wir müssen das Projekt neu angehen. Wir haben uns auf Turm verlassen und dann Biss verlassen. Also werde ich mich darum kümmern, dass wir die Platte kriegen. Und das ist ja nur die Platte, ne? Nur die Platte brauchen. Ja, und die werde ich besorgen und dann ist das nächste Woche fertig. Also, liebe Zuschauer, heute coole Stehtisch mit Licht und nächste Woche Stehtisch mit Platte, mit Licht, mit allem drum, coole Poweranlage. Mit System. Mit System. Coole Poweranlage. Ja, liebe Leute, das war für heute. Mir tut's leid, aber das war gar nichts. War das nicht mal fertig gekriegt, aber Mittwoch wieder ein gutes Video. Ja, ich hab Schnauze voll. Weißt du, dann ist das immer, wenn du auf anderen dich verlässt. Dann bist du verlassen. Ach. Wollen wir noch einen Brüller bringen? Ja. Krass und auch blöd werden. Den kleinen Tor. Den will ich jetzt am liebsten so ganz klein. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Timo, jetzt wird Feierabend, muss ich auch eigentlich immer nichts sagen. Mein Gott, du kannst mit Tor mit so viele Sachen kommen. Der ist glücklich, dass er laufen kann. Wir haben einen glücklichen Gewinner vom letzten Video gefunden. Und diesen PlayStation 5 hat gewonnen Annika Meinke. Bitte melde dich bei dieser eingeblendeten E-Mail-Adresse. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Und denkt dran, ihr könnt den anderen PlayStation 5 auch gerne noch gewinnen.